Wir versuchen jetzt mal was anderes, und zwar die alle einzuschläfern wieder. Ach ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir haben eine neue Heilzauber. Einen neuen Heilzauber, und zwar eine Heilung auf alle. Das ist natürlich super. Das kriege ich immer gar nicht so mit, wenn was Neues kommt. Das ist aber im Moment noch nicht nötig. Jetzt wollen wir erstmal alle hypnotisieren. Gucken, ob das bei den Großen auch funktioniert. Leider nur bei zwei. Aber besser als nichts. Dann lassen wir die erstmal schlafen. Auf die Große drauf. Ebenso hier. Alle auf das dicke Vieh. Jawohl, das meint ich eben mit dem kritischen Treffer. So, das dürfte es gewesen sein. Und Ramos hat ein Level Up. Jawohl, jetzt scheint es wieder weiterzugehen mit den Level Ups. So. Truhe. Nein, das war wieder eine Fake-Truhe. Okay, die sind ja schnell erledigt hier. Weg mit euch, Mistviechern. Ah. Dieser Killerstachelangriff hat er in sich. Und Alex steigt auf. Und Alex hat auch, das ist sehr gut. Dieser Vigor-Spruch ist eine Aufwertung der Angriffskraft. Das ist ein sehr guter Spruch, den werden wir noch sehr oft und sehr viel brauchen, vor allen Dingen in Bosskämpfen. Jetzt habe ich Luna gar nicht heilen lassen. Na egal, das ist eh gleich wieder erledigt hier. Dran. Und auch sie hat was gelernt. Escape Song. Was war das nochmal? Um aus dem Dungeon zu entkommen oder um aus dem Kampf zu entkommen? Könnte ich doch mal eben nachschauen. Achso, ja. Schickt die Feinde weg. Also das ist auf Deutsch gesagt die Flucht. Also nehmen. Flucht, sondern ich glaube sogar, dass der Feind dann endgültig weg ist. Wahrscheinlich ohne Erfahrungspunkte jedoch. So, ich muss jetzt nochmal heilen. Heilung auf alle lohnt sich im Moment noch nicht. So, und der nächste. Ja, aber auch die sind keine große Gefahr, sondern sie nicht ihren super Angriff machen hier. Ja, geht relativ zügig. Und Geld sacken wir auch ziemlich viel ein hier. Aber hier waren wir schon. So, ich will jetzt nochmal gucken. So, ich werde jetzt eventuelle weitere Gegner auf dem Weg nach oben. Das Vieh da oben zum Beispiel werde ich jetzt mal weiter und das da ohne euch machen. Bis gleich. So, bin wieder da. Ihr habt nichts verpasst. Die einzige Truhe, die ich geöffnet habe ohne euch, ist diese hier. Ich habe nur ein paar Monster besiegt. Und das hier war natürlich wieder eine Falle, das wusste ich vorher schon. So, ich meine, ich habe hier rechts noch irgendwo eine Truhe gesehen, die ich jetzt eben nicht geöffnet habe, um sie mit euch zu öffnen. Genau, diese hier. Etwas kreuzig.
Kräuter und jetzt schauen wir nochmal. Hier links ging es, glaube ich, weiter. Hier oben ist noch eine Truhe. 400, sehr schön. Dann werden wir wirklich noch irgendwann reich, so wie Ramos immer sagt. Die Truhe hatten wir schon geöffnet. Die hatten wir auch schon geöffnet. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja. Ja. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt alles soweit erledigt. Hier müssen wir noch rausfinden. Ja, hier geht's raus. Genau, sehr schön. Ach, es geht noch weiter. Ach, aber jetzt ist wohl kein Monstergebiet mehr. Was hat das hier zu bedeuten? Irgendeine Art von Falle? Ich kann mir keine Kreatur vorstellen, die dumm genug wäre, unter so ein Ding zu geraten. Hey! Hey there! Get me out of this thing! Oh, irgendwer hat gerufen, dass er rausgeholt werden will. Hat geklungen, als käme es von weiter oben vom Weg. Ah, da ist jemand drunter. Hallo? Wer ist denn da drin? Hm? Was genau tust du da? Hey, wie sieht's denn aus, was ich hier mache? Ich befehle euch, mich aus dieser Falle herauszulassen, und zwar sofort. Ja, ja, er klingt ziemlich unhöflich, Alex. Was wollen wir machen? Ich sage, wir lassen ihn da drin. Er ist nicht verletzt und ich bin sicher, er wird hier irgendwann dort rauskommen. Nun, ich wäre zwar versucht zuzustimmen, aber ich denke, wir sollten ihm helfen. Lake hat uns nicht im Stich gelassen, als wir seine Hilfe brauchten. Ich denke, du hast recht. Hey there, kiddies! My name is Nash. I'm a level 3 apprentice from the famous magic city of Vayne that floats around the Goddess Tower. The area around the Sea Hag's house can be a little tricky, so be sure to watch your step around here, okay? Oh wei. Ja, das ist Nash und er meint, er wäre ein Student der magischen Gilde von Vayne, der Stadt, die um den Göttinnenturm herumfliegt. Und wir sollten aufpassen, weil die Gegend hier, ja, ein wenig gefährlich ist. Ja, wie oft haben uns das jetzt schon Leute gesagt? Das ist nicht der erste. Ja. Und, ja, er scheint auch ein bisschen eingebildet zu sein. Was sagst du? Du bist doch derjenige, der hier gefangen war, nicht wir. Und würdest dich umbringen, wenn du einen Dank über deine Lippen bringen würdest? Wer ich? Ich bin im dritten Rang der magischen Gilde. Und der beste Magier in meiner Altersklasse. Außerdem bin ich ein Auszubildender des mächtigen Zauberers Gerlian. Wie kannst du es wagen zu sagen, dass ich gefangen war, wenn ich nur, wenn ich herausfinden wollte, wie dieses komische Ding hergestellt wurde. Das ist es, warum ich es hasse, die Stadt zu verlassen. Ihr Landvolk, ihr habt doch keine Manieren. Was? Du schreist uns an, obwohl wir dich aus dieser Falle befreit haben und wir haben keine Manieren? Hallo, Nash.
Mein Name ist Luna. Wir sind alle Reisende aus dem Dorf Berg. Das sind meine Freunde Alex, Ramos und Noel. Wirst du auch die alte Dame besuchen? Du solltest uns anschließen. Es wäre viel sicherer, wenn wir zusammen reisen würden. Mit dir zusammen? Nun, hübsche Frauen beschützen ist die Anforderung an jedes Gildenmitglied. In Ordnung, ich werde mit euch zum Haus der Hexe reisen. Ich hoffe, ihr alle seid erfreut über meine sehr nette Geste. Oh je, ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Ich glaube, Nash ist ein Kopfschmerz. Ihr sagtet, ihr seid von aus Berg, nicht wahr? Ich habe gehört, dass ein Mädchen mit einer wundervollen Singstimme dort lebt. Kennst du sie? Ich weiß zwar, dass Luna sehr gut singen kann, aber ich weiß nicht, was das mit wundervoll zu tun hat. Du bist die singende Prinzessin von Berg? Ich würde es lieben, dich singen zu hören, Luna. Nun, in Ordnung. In Ordnung. Ich komme darauf zurück. Jetzt lasst uns mal ein paar Worte über diese alte Tasche sprechen. Ach, mit dieser alten Tasche. Ja, alles klar. Wer hat dich denn hier zum Anführer gemacht, Idiot? Alex, dieser Typ nervt mich ziemlich. Ja, das merke ich schon. So, jetzt sind wir zu 5, wenn wir neu dazu zählen. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Gucken wir gleich mal nach, was der gute Nash so drauf hat hier. Er hat auch ein paar nette Zaubersprüche. Einen Donnerangriff.